herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, denn ich möchte euch heute mal wieder ein neues Buch vorstellen. Und zwar geht es heute um Das Haus von Richard Lehman. Verlag erschienen, kostet neu 9,99 € und hat 272 Seiten, ist also ein nicht so ganz dicker Layman. Und nochmal ein großes Dankeschön an den Heine Hardcore Verlag, die mir dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Ich habe mich, nachdem ich den Klappentext gelesen habe, total auf dieses Buch gefreut und bin froh, dass ich das Ganze lesen durfte. Okay, kommen wir erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um das sogenannte Sherwood House. Also die Geschichte dreht sich um dieses Sherwood House, das einen sehr komischen Ruf in dem Örtchen, ich muss mal gucken, Ashburg hat. Denn dort sollen sehr viele Morde vorgefallen sein und es ist auch nicht mehr bewohnt. Es ist mit Brettern vernagelt, niemand kommt mehr rein und niemand traut sich auch, ehrlich gesagt, in dieses Haus. Und ja, eines Tages geschieht dann ein Mord an einem Polizisten, der vielleicht etwas mit diesem Sherwood House zu tun hat. Und der Polizist Sam versucht herauszufinden, was eigentlich mit seinem Kollegen passiert ist, wer der Mörder ist und wieso, weshalb, warum. Und zum gleichen Zeitpunkt passiert auch noch etwas Seltsames in diesem Örtchen. Und zwar geht eine Einladung rum, in der es um eine Halloween-Party geht. Und zwar in dem Sherwood House. Niemand weiß, wer genau der geheimnisvolle Gastgeber ist und ob das überhaupt ernst gemeint ist. Aber es gibt sehr viele Leute, die sich doch trauen, dorthin zu gehen und laufen sozusagen in ihr Verderben. Mehr sage ich nicht zu diesem Buch. Ich habe mich wieder sehr gefreut, ein neues Layman-Buch zu lesen. Da das Ganze nicht so dick ist, habe ich es auch sehr, sehr schnell beendet. Ich glaube, ich habe das innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet. Ich finde, dieses Buch geht in eine ganz andere Richtung als die anderen Laymans. Denn ich finde, es ist eher so eine Kriminalgeschichte. Vom Klappentext hört sich das eher nach einem Horrorbuch an, ist aber leider nicht so. Es ist mehr so eine Kriminalgeschichte, so eine Ermittlergeschichte, denn der Polizist Sam versucht halt herauszufinden, wer der Mörder ist. Und ich, natürlich weiß man, dass das Sherwood House damit etwas zu tun hat. Aber ich finde, dass dieses Sherwood House viel zu spät in diesem Buch kam. Also es war natürlich wieder ein typischer Layman. Man hat wirklich blutige Elemente, es ist an einigen Stellen blutig. Dann ist wieder dieses Psychologische auch in diesem Buch. Es ist spannend, also man will natürlich wissen, wie es weitergeht, aber ich finde, wie gesagt, dass das Thema mit dem Sherwood House viel zu spät in diesem Buch kam. Das Ganze hat, wie gesagt, 272 Seiten und so wirklich zu dieser Halloween-Party ging es erst ab Seite 250 oder 60 und ich finde, das war viel zu spät. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das Ganze eher passiert. Aber auf den letzten Seiten hat Layman wieder absolut alles gegeben. Es war absolut spannend und das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, es kam mir einfach zu spät. Es war alles in allem ein tolles Buch und hat von mir, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Den 5. Stern gab es nicht, weil, wie gesagt, die Geschichte hätte noch weiter ausarbeitet werden können. Es hätte auch noch weitergehen können, es hätte noch spannender sein können, deswegen war es für mich am Ende so ein bisschen abgehackt, aber alles in allem war es ein tolles Buch und ich kann es euch sehr empfehlen. Vielleicht solltet ihr vorher das ein oder andere Richard Layman Buch gelesen haben, damit ihr so ein bisschen seinen Stil kennt. Es ist auch hier wieder etwas erotisch angehaucht, kann man sagen, was ja typisch ist für Richard Layman, was ich jetzt auch gelernt habe. Und ja, es ist eine große Empfehlung von mir für euch und damit würde ich sagen, versucht es doch einfach mal mit diesem Buch. Oder wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!